Was ist der Unterschied zwischen einem kurzen Spiel und dem langen Spiel? Im kurzen Spiel wollen wir weiche Bälle abgeben. Weiche Bälle. Weich. Im langen Spiel wollen wir Speed. Und wenn wir Speed wollen, dann muss der Schläger beschleunigt werden nach vorne. Du siehst, die Hände gehen hier weg vom Körper. Und im kurzen Spiel, da ist alles viel weicher. Die Arme, die Hände. Und wenn man hier durchgeht, dann hast du am Schluss immer noch weiche Arme. Also du willst eigentlich beim kurzen Spiel nicht einen langen Durchschwung machen, sondern lernen, einen weichen Durchschwung zu machen, damit du mehr Kontrolle über den Ball bekommst. Wenn du das Kurzspiel wie das lange gleich behandeln würdest und du streckst deine Arme hier nach vorne, dann schießt der Ball von der Schlagfläche weg und du hast eigentlich hier zu wenig Kontrolle über den Flug und wie weit das er ausrollen wird. Was wollen wir im Kurzspiel eigentlich erreichen? Im Kurzspiel wollen wir, dass der Ball in etwa gleich schnell weggeht, wie wir geschwungen haben. Also, damit wir das erreichen, können wir im Durchschwung nicht beschleunigen, sondern müssen schauen, dass wir gleichmäßig durch den Ball gehen. Sieht so aus. Ich hoffe mit diesem Tipp, dass du unterscheiden kannst in Zukunft. Was machst du gerade? Bist du im Kurzspiel tätig? Dann versuche weich zu spielen. Willst du ein langes Spiel machen, weil du den Ball weit schlagen willst? Dann schau, dass du mehr Geschwindigkeit hinbekommst auf das Schlägerblatt, damit nachher die Energie auf dem Ball mehr ist, damit der Ball schneller weggeht, als du geschwungen hast. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, leite diesen Tipp einem Freund weiter, damit er langes und kurzes Spiel besser verstehen kann. Bis zum nächsten Video. Tschüss!